So, ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wird dann ein Film, wo ich ja letztens schon hatte mit Breakdown. A Rack Attack braucht eine deutsche Blu-ray, beziehungsweise eine weltweite Blu-ray-Erstveröffentlichung. Weiter Film. Ich habe mich da schon vor 5, 6 Jahren, glaube ich, mal erkundigt. Der Film hat es weltweit, soweit ich weiß, Stand jetzt, Februar 2022 nicht als Blu-ray schafft, weltweit nicht. Also, wo ich geguckt habe, ich finde, ich habe keine Blu-ray gefunden. Es kann sein, dass es da schon Bootlegs gibt, aber offiziell gibt es da keine Blu-ray. Ja, echt schade. Ich kann ja auch mal machen. Ich habe auch so viele DVDs. Wäre auch Quatsch, immer jeden Film einzeln zu zeigen. Also ich mache noch zwei, drei mal einzeln. So richtig gute Falling Down kann ich jetzt nicht zeigen, den habe ich nicht. Aber so richtig gute Filme oder True Lies, den wisst ihr alle, den gibt es immer noch nicht. Es gibt diese spanische Importversion, Aristos Matracas, oder wie ist der Film da? Arista, irgendwie so komisch, diese Spanien-Import. Dieser True Lies in dieser roten Hülle, den könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Es handelt sich aber dabei um ein Bootleg, was ich nicht wusste. Es ist keine offizielle, weil den Film gibt es auch weltweit nicht auf Blu-ray. Also das ist ein Bootleg. Das gibt es auch hier mit diesen Steven Seagal-Filmen. Die gibt es auch bei Amazon, meine ich. Ich weiß jetzt nicht, wie die alle hießen. Das war auf brennenden Eis und alles. Das gibt es auch Spanien mit deutschen Ton. Das sind aber alle Bootlegs. Sie sollen aber ein recht gutes Bild haben. Sollen wir auch hier presst sein, soweit ich weiß. Nicht hier brand. Ich weiß es aber nicht. Ich habe das nicht. Keine Ahnung. Ich habe nicht einen Film als Bootleg. Deswegen weiß ich das nicht. Ja, auf jeden Fall soll es heute mal um A Rack Attack gehen. Wer den Film nicht kennt, ist eine Art Trash-Film. Damals war es noch nicht so bekannt wie jetzt Sharknado. Es kam erst hinterher. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt überhaupt kein Fan von so einem Trash-Film. Also ich mag die eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen hat es mich dann doch gewundert, dass mir der Film so gut gefallen hat. Also ich habe den wirklich schon, ich glaube, 20 Jahre in der Sammlung. Ich glaube, man kam raus 2002. 2002 tatsächlich. Ich habe mir den damals, meine ich, zum VÖ, entweder 2, 3 oder 4 geholt. Und ich habe den, glaube ich, schon fast 20 Jahre in der Sammlung. Und was passiert nach 20 Jahren? Der Film läuft immer noch. Also ich habe den geguckt, aber ja. Snapper Case, es gibt viele, die sammeln die, finde ich auch cool. Ich habe auch nichts dagegen, also wer die mag, ich mag sie nicht. Ist es, glaube auch, ich glaube, ich habe nur 4 oder 5. Ich habe noch diesen Pluto Nash, habe ich noch. Ich habe noch Showtime mit Eddie Murphy, auch ein Film, den es nicht auf Blu-ray gibt. An sich geht noch alles. Mir ist aber hier doch einmal der Film runtergefallen. Und was passiert, was halt nicht mehr reparierbar ist, also die Disc fliegt jetzt los hier umher. Ist halt Mist an den Dingen, wenn es jetzt eine normale DVD-Hülle wäre, hätte man das austauschen können, die Hülle. Aber hier ist halt der Zahnkranz gebrochen. Ich weiß nicht, ob man da noch was machen kann. Ob man das hier, sag ich mal, rausmachen kann. Ich habe da keine Ahnung von. Weil an sich ist die Hülle sonst top in Schuss. Ich wollte es jetzt nicht. Sag mal, wegmachen mache ich es auch nicht, also ich schmeiß auch nicht weg. Ich habe nämlich den Film schon als normale DVD. Ja, ist halt hier schon ein bisschen dreckig, sag ich mal, aber an dem Film ist überhaupt nichts. Nur ist es halt hier lose locker rum. Und ja, fliegt, ich will jetzt nicht schütteln. Auf jeden Fall. Vor 20 Jahren, und das ist mir auch letztes Jahr was passiert, runtergefallen, klack gleich, der Zahnkranz gebrochen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir den dann mal, ich weiß nicht, habe ich den überhaupt ein Update mal gezeigt? Die normale DVD-Version. Man kriegt ja von vielen Warner-Titel wie Falling Down so immer nur diese Snapper-Cases, die will ich eigentlich nicht. Und habe ich den von Ong privat, glaube für 3, 4 Euro abgekauft und ja, da habe ich die normale DVD-Hülle. Die normale DVD-Version, die habe ich jetzt nicht hier, weil ich reicht ja den so zu zeigen. Habe ich mir dann mal nachgekauft und auch super in Schuss. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch, ich habe die DVDs hier wechselt, weil da hatte ich hier so einen Fleck. Ich weiß es aber jetzt nicht.
Ob ich die gewechselt habe? Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall geht es um den Film. Geht es um den Film? Also, es geht um den Film. Um Spinnen, wie man es auch sieht. Um so riesengroße Spinnen. Geht es halt um so einen Wissenschaftler, meine ich. Der hat das zu. Der hantiert mit Spinnen. Es geht hauptsächlich um einen Wissenschaftler, der hantiert, sag ich mal, mit Spinnen. Und da hat er halt so einen, sag ich mal, einen Freund, einen kleineren Jungen. Ich weiß nicht, der ist vielleicht 10, 11 ungefähr, so um den Alter, so Kind halt. Und da geht auch immer zu denen hin und da freut sich auch über die Spinnen. Also der mag auch so Spinnen. Ja. Auf jeden Fall, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall geht er dann mal einmal hin. Da ist alles kaputt, die ganzen Spinnen sind ausgebrochen. Die hantieren dann so solche, also es gibt so eine große Spinne und dann ganz viele kleine und die gehen halt auf die Menschen. Ist natürlich jetzt nicht so brutal, der Film ist ab 12, aber ja. Dann geht es dann halt noch zum Schluss, hantieren sie sich ins Einkaufszentrum. Der eine hat eine Kettensäge, der eine eine Axt und die metzeln die Spinnen ab und so. Dann treffen die alle aufeinander irgendwie. Der eine mit dem Motorrad, mit seinem Vater, er hier aus Scream, macht auch mit hier, David Arquette. Oder wie heißt der genau? Also auf jeden Fall ein richtig toller Film, wie ich finde. Also auch wenn es Trash ist, aber der macht wirklich echt Spaß. Die habe ich schon ganz oft geguckt. Und das Bild, ja, ist jetzt ja nicht so schlecht. Aber klar, müsste man eine Blu-ray her, auf jeden Fall. Also wer den Film auf jeden Fall nicht kennt, kriegt man gebraucht für 4 € und neu kriegt man den nicht mehr. Also der wird auch nicht mehr hergestellt. Ist meistens so bei vielen älteren Filmen, da gibt es keine Blu-ray und die DVD wird auch nicht mehr hergestellt. Ist auch oft immer bei Warner. Ganz oft der Fall. Und ja, wer den Film auf jeden Fall nicht kennt, der wer den kennt, wird ja wissen, wie er ist. Aber wer den nicht kennt, könnt ihr euch auf jeden Fall mal kaufen. Oder ich glaube, im Stream gibt es den gar nicht. Gibt es den irgendwo im Stream? Zum Kaufen vielleicht, sag ich mal, VD. Ich glaube auch irgendwie, dass da nie eine Blu-ray kommt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Warner ist ja immer so ein Ding. Obwohl Nameless hat ja auch jetzt in letzter Zeit viele Warner-Filme gehabt. Auch hier Ghost Ship zum Beispiel auf Blu-ray. Den gab es aber schon. Auch Nico habe ich ja schon mal erzählt. Worum man sich dann immer an so einen Titel macht, sag ich mal, die es schon auf Blu-ray gibt. Man kann ja auch mal Film machen, wo es noch keine Blu-ray gibt. Wäre auf jeden Fall mal ein Bedacht, sag ich mal. Ein Falling Down, ein wattierten Mediabook. Ich glaube, auf limitiert auf 333 Stück, was mich, 4, 5 Cover-Varianten, würden die Leute auf jeden Fall kaufen. Auf jeden Fall, wie ich auf den Film jetzt kam, dass ich den auch mal zeige. Also ich habe den Film ja schon, wie gesagt, 20 Jahre in der Sammlung. Ich meine, der vom Kanal Speed Days TV hatte den auch geholt, den Film. Ja, da habe ich gedacht, na, dann machst du mal ein Einzelunboxing. Beziehungsweise Einzelvideo, dass es den Film noch nicht auf Blu-ray gibt. Ja. Gibt unzählige Filme, aber wie ich ja gerade gesagt habe, man könnte mal, also die Labels könnten sich mal lieber an Filmen machen, wo es nicht 100.000 Versionen, Verpackungen schon gibt, sondern. Wo es halt noch keine Blu-ray gibt, aber die nehmen, ich weiß nicht, ob es da wegen die Rechte, aber die haben ja auch die Rechte vom Warner jetzt, sag ich mal, mit Ghost Ship und so, die gibt es zwar auf Blu-ray, aber man könnte doch mal einen Falling Down auf Blu-ray bringen, den gibt es ja, den gibt es weltweit auf Blu-ray, ich glaube wirklich, Deutschland ist das einzige Land, ich weiß auch nicht warum, also warum, dass da auf jeden Fall so ein Rechtekampf, weiß ich nicht, gibt, dass es den nicht auf Blu-ray gibt in Deutschland, weil es gibt ja Holland, Frankreich, Italien, Spanien, UK, USA, überall. Kann man bei Blu-ray das nachgucken, alle als Importe, ob es jetzt sogar Tschechien ist, Polen, alles. Es hat aber keiner einen deutschen Ton. Ja. Aber den Film gibt es auf Blu-ray, aber hier, wir werden, sag ich mal, im Stiche lassen, hier gibt es den nicht. Also, es gibt ja unzählige Filme. Ich mache da mal ein Video auf jeden Fall, wo ich da mal, was ich immer mal, mache ich vielleicht mal 5 Teile, immer mal 10 Filme ungefähr, so 50 Filme könnte passen. Habe ich mir auch in letzter Zeit auch immer viele mal geholt, auf DVD nur.
wo es keine Blu-ray gibt, wo es auch in näher Zukunft keine gibt, kann man sich dem sichern, weil wenn dann keine Blu-ray kommt, dann will jeder die DVD und die wird auch teuer. Das ist halt auch so ein Ding. Also viele Filme, das ist auch so, die es dann nur auf DVD gibt, die sind auch sehr, sehr teuer auf DVD. Also wie diesen Breakdown noch dazu. Ich habe auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen, Leonine, also Universum-Film, ist ja jetzt Leonine, habe ich mal angeschrieben. Die haben mir auf jeden Fall noch nicht geantwortet. Sonst hätte ich auf jeden Fall, wenn die mir zurückschreiben, antworte ich mal in irgendeinem Video dazu. Also ich mache da nicht ein extra Video, aber ja, antworte ich da mal, also was die geschrieben haben. Wenn natürlich was ist, also ein Bedacht gezogen wird, dass ein Blu-ray kommt, dann mache ich auf jeden Fall ein Einzelvideo. Aber das wäre so geil, wenn die den Film auch mal auf Blu-ray bringen würden. Zum Beispiel auch den Film Doppelmord fällt mir auch ein, den habe ich mir auch auf DVD geholt. Kam in den USA auch auf Blu-ray, Doppelmord. Auch ein sehr, sehr guter Film mit Tommy Lee Jones, ein guter Thriller. Da könnte man unzählige weitermachen. Also die, die es halt noch nicht gibt. Auf jeden Fall habe ich ja das Out-of-Print-Video auch gemacht. Das kam ja richtig gut an. Hat ja jetzt knapp 300 Aufrufe. Da wird es jetzt auch. Am Freitag kommt der zweite Teil. Das Video seht ihr jetzt am Donnerstag. Und am Freitag, also morgen, kommt dann der zweite Teil. Den habe ich schon abgedreht. Da geht es dann gleich los mit die Filme. Da quatsche ich nicht so lange. Und ja, gibt es jetzt sonst noch was zu sagen? Sonntag kommt ein Sonntagsvideo, halt wie immer. Ja, mehr brauche ich jetzt eigentlich nicht sagen. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, schreibt mal unten ein paar Filme runter, wo ihr gerne eine Blu-ray hättet. Wie gesagt, so kann man immer mal ein paar finden, so ein paar geile Filme, die es halt nur auf DVD gibt. Ich kenne ja jetzt auch nicht alle. Ich habe da auch immer schon geguckt, weil, weil es ja viele gibt, wie ich ja auch hier 8 mm habe ich mir ja auch geholt, oder ja, da gibt es ja massenweise auch so gute Filme. Klar, es gibt viele Ramschfilme und dann wundert mich immer, warum so viele B-Movies, die kommen alle auf Blu-ray, sind auch neue Filme, aber warum es dann viele nicht schaffen. Ja, ein 8 mm könnte man auch mal in den Mediabook bringen, würden viele Leute kaufen. Also, ich habe da so von vielen Leuten gehört, die den Film gerne auf Blu-ray hätten, ich auch. Ich habe den auch erst, wie gesagt, vor kurzem gesehen auf Netflix. Ist ein sehr guter Film mit Nicolas Cage. Einer der besten, würde ich jetzt nicht sagen, aber war auf jeden Fall in die Top 5 bei mir. Ich finde auch hier Vermächtnis der Tempelritter ein klasse Film, den gibt es ja auf Blu-ray, aber von Disney Touchstone, da wollen wir ja auch nicht erst anfangen, da gibt es ja noch so viele Filme nicht. Ja, auf jeden Fall werde ich da auch mal, denke ich mal, ein Video zu machen, da sammle ich die mal raus, so. Welche Filme es noch nicht gibt, und ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schaltet auf jeden Fall morgen ein. Morgen kommt der zweite Teil, und da sind ein paar richtig geile Filme dabei, kann ich euch schon mal sagen. Also ein paar richtig tolle Filme, die leider out of print geworden sind. Und da geht es auch gleich los, habe ich ja vorhin schon gesagt. Da quatsche ich nicht viel, und da sind diesmal nur out of print Filme. Im letzten habe ich ja ein bisschen gezeigt, noch was es noch gibt, also welche Filme es noch gibt. Ein Film war ja, den es dann doch nicht mal gab. Ich glaube, wie hieß der nochmal hier mit Keanu Reeves? Der Tag, an dem die Erde stillstand. Da habe ich mich ein bisschen, da habe ich Quatsch geredet. Auf jeden Fall gab es den mal noch. Ist auch out of print geworden. Echt schade. Okay, naja, jetzt will ich nicht lange um den heißen Brei reden. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne ein Abo da. Sind bei 408 und wollte sagen, ciao und bis demnächst.